habe das Gefühl, da oben ist noch was. Sonst wäre hier nicht das Teil platziert. Ach komm, kann ich mich mal. Komm, geh rüber. Der will nicht rüber. Da oben ist tatsächlich was. Ah, das sieht aus, wie als wäre es schaffbar. Ha, ha, ha. Yay. Immerhin, sowas finde ich. Jetzt habe ich zwar schon einiges mehr Leben als am Anfang, aber das bringt mir bei den Bossen wahrscheinlich auch nichts. Sagen wir jetzt nicht Ust einfach ist. Und ich bezweifle, ist es ein Leopard oder sowas? Ja, Wolverine Clown. Geil, mit denen habe ich gute Erfahrungen gemacht. Also so geht's. Ich mach jetzt einfach nichts anderes mehr, okay? Dann kommen wir gut miteinander klar. Na, du musstest es ja provozieren. Ja, wehr mit deinem Wolverine Clown meinen Angriff ab und geh direkt runter, statt wie davor dein... Wäre auch sinnvoll, seine Taktik beizubehalten. Dann wäre der Gegner ja schaffbar. Aha. Ja, von da oben auch noch mit deinen Gliedern. Sag mal, hast du sie noch alle? Der hat sie nicht mal alle. Schaut euch den an. Der hat nicht mal eine Klatsche. Verdammte Scheiße. Okay, nächster Gegner. Das sind jetzt so viele Videos, die ich nur brauche, bis ich einen Gegner finde, der überhaupt schaffbar ist. Beweg dich. Ja, ihr habt gerade eine Nachricht bekommen, ihr solltet mal nachschauen. Tunnel Rhino, oh Gott, der wird sicher auch nicht einfach. Macht auch 3000 Schadenspunkte. Okay, ich muss davor stehen bleiben. Und hoffen, dass es fallen lässt. Diese Mauern wieder. Was bist du? Ein komisches Teil. Da links gibt's ein Secret. Das ist der normale Weg. Und rechts ist Secret. Hier geht's rechts lang. Ah, rechts ist Secret. Da kann ich jetzt aber auch noch nicht hin. Geil, verstecktes Secret. Wäre ich nie drauf gekommen, dass da was ist. Echt, super. Ihr habt euch wirklich Mühe gegeben. Ich frage mich echt, welchen Gegner man hier zuerst besiegen soll. Und da weiß ich ja noch nicht mal, gegen wen dem seine Waffe gut ist. Und Dr. Light bemüht sich auch nicht, mir irgendwas zu geben. Der taucht auch nicht auf, der ist faul. Ich meine, klar, er ist tot. Aber gerade deswegen ergibt das Ganze ja noch weniger Sinn. Seine Kapseln stehen da. Warum sollte er mir nicht jetzt schon was geben? Könnt ihr mir das erzählen? Ja, Das ist so billig. So billig. Die Gegner arschschwer und Endgegner unschaffbar, aber die Secrets überall. Du läufst einen Meter, Secret. Noch einen Meter, Secret. Ja, geil, wer hätte das gedacht? Hier ist nichts drin. Das verstehe ich auch immer noch nicht. Bei mir pisst es gerade wie Sau. Hoffentlich bei euch nicht. Aber... Das ist fuck, ey. Das Spiel ist doch nicht für Menschen gemacht. Das Spiel ist von Robotern für Roboter. Ich bin jetzt eh gleich tot. Oh, geil. Ja, komm runter. Das interessiert mich nicht, dass du da so eine billige Mauer gebaut hast. Ja, geil. Wieder ein bisschen Leben. Das ist sexuell. Gibt's da unten was? Das wäre so offensichtlich. Nein. Ausnahmsweise mal nicht.
überall Steine, da komme ich immer noch nicht durch. Da brauche ich vermutlich was, um die Seile durchzuschneiden oder so. Das pisst jetzt richtig übel. So. Boss? Nein, noch nicht. Aber irgendwas kommt hier. Oder auch nicht. Oder auch doch. Der stunt mich, wenn ich an der Wand bin. Und er dann dagegen fährt. Aber das hilft mich eigentlich nur peripher. Okay, der macht auch noch andere Sachen. Oh ja, der macht nervige Sachen. Sachen, die überhaupt keinen Sinn ergeben bei seiner Körpergröße. Aber er macht sie halt. Ja, komm. Lutsch mir rein. Also solange das macht, ist alles in Ordnung, wollte ich gerade sagen. Komm, geh endlich kaputt. Wie viel Leben hast du? Boah, Alter. Meine Fresse, ich schieß da aufgeladen drauf und das Teil geht und geht nicht kaputt. Das hat ja mehr Leben als der Endboss hier wahrscheinlich. Endlich. Und weh, du lässt kein Leben fallen. Alter, ich sag's dir, ich bring dich nochmal um. Oh, göttlich. Ich wollte gerade schon schreien. Also mit aufgeladenen Schuss gehen die Gegner eigentlich. Das ist nur dafür sorgen, dass der immer aufgeladen ist. Das ist ja auch das Einfachste. Du musst dann ja nur die ganze Zeit die scheiß Taste gedrückt halten. Ach komm. Die halten einen ganzen aufgeladenen Schuss und dann noch einen kleinen aus. Leck mich doch. Ach, geil. Ey, geil. Das ist wirklich wie ein Hack. Ey, ich glaub's ja nicht. Oder spiele ich gerade die japanische, die schwere Version, oder... Was ist das? Waren die Japaner zu blöd zum Secrets finden, aber... Gegner besiegen kein Ding. Ja, schieß in die falsche Richtung, bitte. Genau. Echt total sexuell von dir. Ja, komm. Lutsch mir doch ein. Jetzt habe ich schon wieder nur noch einen Lebenspunkt. Stupst mich ein Gegner an und ich bin tot. Da oben gibt es sicher was. Ich komme da nicht hin. Immerhin zwei Leben. Also drei. Ja, das erste ist jetzt gleich vorbei. Ich werde wahrscheinlich ihn nicht mal austesten können. Dafür reicht die Energie bei weitem nicht. Oder soll ich hier vielleicht erst alle Herzen finden, bevor ich überhaupt in der Lage bin, die Gegner zu besiegen? Wie ist das geplant? Aha. Okay, wenn er das macht, muss ich auf jeden Fall über ihn rüberjumpen. Das ist ja immerhin schon mal eine Information. Danke, Spiel. Und wahrscheinlich, wenn ich dann wieder seine Energie auf ein Viertel habe oder so, wird er auch wieder irgendwas imbar Starkes machen, wie das behinderte Seepferdchen. Ich weiß, euch freut's wahrscheinlich. Yay, der stirbt. Ja, was ist denn das für... Was ist denn das für ein Fuck? Kann mir das mal jemand erklären? Wow, Alter. Alter, Fuckfehler, ey. Du Wichskind. Du scheiß Arschficker. Oh, das ist... Wenn ich da den Walljump nicht perfekt hinbekomme, dann ist gleich... dann werde ich auf jeden Fall von ihm getroffen. Normal von der Wand abspringen reicht nicht ganz, um über ihn drüber zu kommen. Ja, komm, aktiviere langsam mal deine zweite Form, damit ich mit der Rauch noch Begegnung mache. Ah, ja. Ja, nice. Wow. Ja, entscheid dich mal, Alter. Knapp.
Solange nur das macht, ist in Ordnung. Dann kann ich eben, ja, jetzt kommt ein zweiter Scheiß. Und erzähl mir, was machst du da? Momentan noch nichts. Immer noch nichts.